So, und damit herzlich willkommen zurück zu Rise Son of Rome. Wir sind hier noch im mehr oder weniger Tutorial, würde ich sagen. Oh Gott. Und wir kämpfen gegen unseren Vater. Ja, mit Dominik. Der Vater, der selbst im Hauptmenü noch redet. Ja. Denk daran, durchbrich meine Verteidigung, um mich zu treffen. Wieso verprügelst du denn Fahne? Wer möchte das? Ja, schmeckt mein Schild. Danach soll ich eine Kombo durchbringen. Versuch's erneut. Ja, lass mich in Ruhe. Alter Mann. Drei Treffer oder es zählt nicht. Komm! Drei Treffer, Marius! Drei Treffer! Mein eigener Vater mobbt mich! Drei Treffer, Marius, drei Treffer. Ja. Exzellent gefochten. Mach dich bereit. Na, drei Abwehrmanöver jetzt. Du hast nur ein kurzes Zeitfenster für das Manöver. Konzentrier dich, Marius. Alles eine Frage der Zeit. Noch einmal. Warte auf den richtigen Moment. Versuch's nochmal. So nicht. Du musst deine Hiebe zeitlich abpassen. Nochmal. Ja. Was willst du von mir? Was will der von mir? Lass mich in Ruhe. Aua. Arschloch. Menschen werden als Kind von ihrem Vater geschlagen, du bist als Erwachsener von deinem Vater geschlagen. So war das halt damals im guten alten Rom. Die schönen alten Zeiten. Höre zwei perfekte abgepasste Abwehrmanöver aus. Du verbrätst gerade deinen Vater die ganze Zeit. Das ist super. Du willst ihn doch nur verprügeln. Ja. Ich folge das halt nicht perfekt abgepasst. Aktuell. Aua. Das war auch nicht perfekt abgepasst. Komm her, hä? Wie konntest du den da nicht treffen? Jetzt verknüpfe deine Manöver. Kombinationsangriff. Okay. Perfekte Schläge sind schneller als schlecht abgepasste Schläge. Danke. Weißt du Bescheid, ne? Komm schon! Du musst durch meine Verteidigung, bevor du mich treffen kannst. Versuch's noch. Danke, Papa. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nein, nein, nein. Durchbrich meine Verteidigung. Lass mich in Ruhe. Ich drück das hier jetzt mal aus Versehen weg. Spiel mich nicht, dass du seine Tipps liest. Achso, Space erneut versuchen oder Shift überspringen. Genau so. Meisterhaft. Nach mehreren aufeinanderfolgenden perfekten Treffern. Ja, gehe ich in den Adlermodus oder so. Aber stolzer Tag. Der, an dem der Sohn seinen Vater besiegt. Du hast zwar das Schwert gemeistert, aber. Habe es nicht eilig, es auch zu ziehen. Komm immer zuerst mit offenen Händen. Komm mit, Sohn. Ich hörte, in Rom herrsche große Unzufriedenheit. Ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Diese Wahl könnte alles verändern. Ich gebe dir das, wie dein Großvater es mir einst gab.
wenn der Tag kommt, deine eigenen Männer zu befehligen, denk an das, was ich dir gleich erzähle. Der Legende nach war Damokles ein großer Krieger. Ein gefeierter Heerführer einer großen Armee. Seine feigen Generäle verließen ihn inmitten einer Schlacht. Als der gefallene Damokles in der Unterwelt ankam, war Nemesis, die Rachegöttin, darüber erzürnt, wie der tapfere Held behandelt wurde. Sie erlaubte es, Damokles in die Welt zurückzukehren als rachsüchtiger Geist. Ein gespenstischer Centurio in schwarzer Rüstung. Um jeden der Generäle, die ihm Unrecht getan hatten, zu töten. Bis heute tragen viele Kommandanten eine Dolchscheide mit dem Bildnis Damokles bei sich. Dieser Dolch erinnert sie daran, stets auf ihre Männer aufzupassen. Sonst erwacht der schwarze Centurio von den Toten und bestraft sie für ihren Egoismus. Septimer, Barbaren, folge mir! Wie viele Barbaren? Okay, und damit geht es hier ab in den Kampf gegen die Barbaren. Ja, Dominik, wie viele Barbaren waren bitte im alten Rom? Nicht viele. Lass mich das sagen. Und wenn, dann hätten sie nicht so einfach so in Rom reinlaufen können. Sehr historisch unakkurat. Aber ist das auch, ist das schlimm? Ich glaube nicht. Nein, dein Rom. Also Rom war so weit weg von den Grenzen und von und zwischen den Grenzen, wo Barbaren lebten, und Rom waren so viele militärische Posten, die Barbaren hätten ganz Rom vernichten müssen, also das Römische Reich, um zu Rom zu gelangen. Na, vielleicht haben sie es ja hier schon. Also nicht, zwar nicht alles, aber ne. Ich meine, es gibt ja hier sehr schwere Zeiten in Rom. Sehr unzufrieden sind sie. Ich meine, sie haben es zumindest mit dem richtigen Kaiser, so wie ich da. Oh. Falscher Zeitpunkt. Bist du verletzt? Nein, ich bin nicht verletzt. Nein, beim Rumstehen habe ich mich nicht verletzt. So. Zack, Armer! So, was ich sagen wollte, bevor wir die Familie tot gesehen haben. Zumindest stimmt, da würde der Kaiser stimmen. Weil Kaiser Nero ist ja der Letzte, der Rom. Das Römische Reich geführt hat. So wie man es kennt. Ja. Deswegen hohe Unzufriedenheit. Was? Oh, huch. Huch. Was ist los? Töte ihn! Aber gut, ich glaube, ich gehe mal wieder auf Gesundheit. Spring mit mir! Ja, was soll ich denn sagen? Ich werde hier gerade vom Barbaren verprügelt. Willst du das hören, mein Lieber? Warum?
Sprich! Töte ihn! Mach ich! Ich bin gerade nochmal überlegen, ob ich zusammenkriege, wie das Römische Reich eigentlich endete. Also, Nero war zwar der letzte Kaiser des Römischen Reiches, aber das Römische Reich lebte danach weiter. Nach Nero. Also, der Tod Neros war nicht das Ende des Römischen Reiches. Aber, es war quasi das Ende des Römischen Reiches war der erste Prototyp für eine Demokratie. Was ist los? Für eine, ich hab das eine Wort vergessen. Aristokratische Demokratie. So, zack. Und zack. Und es gab halt Meinungsverschiedenheiten im Senat und deswegen. Huch! Die Meinungsverschiedenheiten konnten nicht bezogen werden und der eine Senat ist dann mit in die neue Hauptstadt nach Konstantinopel gewechselt, der andere ist in Rom geblieben. Nein. Oh, Arm ab. Ich find's schön, wie er seinen Arm nochmal angeguckt hat. So, oh, mein Arm ist ja wirklich ab. Aber gut. Du überraschst mich nicht, mein Lieber. Der überrascht mich aber. Egal. Nein! Ich verfehle immer die Taste. Ich muss dazu sagen, mit den Barbaren. So, Barbaren sind ja sehr unorganisiertes. Oh. Wir müssen zum Senat und meine Leute retten. Wieso heilst du? Ich? Du nein. Ich. Mein Vater. Achso. Der hatte voll den Hall. Zumindest bei mir. Oh, ja, bei mir auch. Oh. Das sollte er nicht haben, wenn er, wenn er draußen auf frischer Luft ist. Ja, wo ist er denn? Zweiter Atemweg. Soll ich vergessen, was ich sagen wollte? Und Barbaren sind unorganisiert? Also, ja, Barbaren sind unorganisiert und sehr. Ach, wie heißt das Wort jetzt? Barbarisch, ne? Also sehr. Unzivilisierte Menschen, so. Dein Schicksal. Lauf. Ist das? Es war unsere Mutter, oder? Sah so aus. So. Jetzt. So, die Barbaren waren sehr organisiert und unzivilisiertes Volk. Gruppierungen. Nicht Volk. Es gab aber auch andere zivilisierte Reiche, wie die Germanen, die Gallier und so. Wieso schaffen es die Germanen und Gallier und alle anderen Feinde des Römischen Reiches nicht nach Rom vorzudringen, aber die fucking Barbaren? Ich weiß nicht. Da gab's wieder was.
cool. Das ist, Ich weiß, mein Vater wurde gerade angerufen. Wurde gerade angegriffen. Arm ab! Ich merke jetzt nicht im Homeschbereich. Oh, scheiße, ich krieg gerade einen Anruf. Ich glaub, das ist der Kaiser. Lass mich mal rangehen. Ey, Brudi, was geht? So, zack. Das lässt er sich erstmal durch den Magen gehen. Warte, Kaiser Nero, ich muss mal kurz meinen Sohn Marius anrufen. Oh. Hey, Marius. Wie läuft's bei der Arbeit? Was machen die Kinder? Mein Vater wird gar reingucken. Zack. Und Kopf ab. Mann. Probleme des komischen Reiches. Mein Vater wird angerufen. Oh nein. So, wie geht's hier denn? Oh! Ich muss mich um meine Leute kümmern, Marius. Du musst Platius warnen. Im Amphitheater. Bring ihn zum Forum. Ich bring ihn zum Forum. Zum, gute Frage. www. Gut, dass wir einen ähnlichen Witz machen wollen. Ich weiß gerade da www.römischesreich.it. / Forum. So. Du kannst nicht durch Holz gehen. Ich dachte, er rollt sich automatisch, aber nein. Okay. Nicht das machen. So typisch. Marius hat Probleme mit seiner Umgebung. Ja, sind sehr viele Leichen. Das deprimiert mich immer. Ich finde es gut, dass sie einen Namen genommen haben, der zu der Epoche passt. Aber Marius ist so der unepischste Heldenname, den es gibt. Ja. Wahrscheinlich hauptsächlich, weil er in Deutschland und in romanischen sprachlichen Ländern noch benutzt wird. Arzt, ich habe chronische Nackenschmerzen. Woher kommt das? Sie haben einen Pfeil im Nacken. Ah. Hups. War die Vorführung im Forum ist ja halt überhaupt nicht gut. Oh. Hallöchen. Ja. Worauf wartest du noch? Dem Publikum wird langweilig. Okay. Hab ich gemerkt. Hallöchen. Fuchs. Oh Gott. Was ist da aus? Mach ich. Oh Gott! Yo, mach Schaschlik. Bin ich Römer oder Spartaner? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Hi! Was ist los? Ich glaube, es hat gezwickt. Oh, hinten, ja. Danke. Wo ist er denn? Einfach Combat. Oh. Egal. Das Schwert bekomme ich aber wieder. Oh, das ist ein Dicker. Das ist ein Dicker. Ah! Du bist... Ich weiß nicht, ob das so unbedingt nötig war.
So, ich muss jetzt. Ich möchte jetzt nicht jeden einen akkuraten Fakt reden, aber so ein Schwert sollte nicht Arme und Beine zertrennen. Es ist aber schön. So sauber. Möchte ich nur anmerken. Ich war wirklich zu nah dran. Sie jagen uns. Ja, sollen sie uns jagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und tschüss. Sag tschüss. Tschüss.